Herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. So, wir sind wieder zurück in unserer Kleinstadt Lastagev. So, dann schauen wir mal, was wir in diesem Bereich machen können. Und zwar, ihr seht hier unten alles rot, alles gelb. Ja, das Bild bietet mich momentan jeden Tag, wenn ich in SimCity reingehe. Keine Ahnung. Wie gesagt, es ist nur relativ gut verpackt. Wir sehen es, wir haben wieder viel Wasser, aber hier außen fehlt überall wieder das Wasser. Es war gerade eben so, dass der Strom nicht gereicht hat. Also der Strom ging nur eben bis zur Hälfte von der Stadt. Dann haben die Pumpstation und die Kläranlage nicht funktioniert. Hier sehen wir es übrigens schon wieder. Hier sehen wir das Stromproblem. Ja, keine Ahnung. Es ist SimCity. Ich sage einfach gar nichts mehr dazu. Hier, die Stadt bekommt genug Strom. Aber hier außen fehlt's. Ihr habt zwar eben gerade nur einen Generator hingestellt. Und wir haben ja 250 Megawatt Überschuss. Aber irgendwie... Ja, es ist SimCity. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut. Im Übrigen, wir haben wieder ein bisschen was zum Abreißen. 10 Gebäude. Hat natürlich damit zu tun, dass eben alles ausgefallen ist. Kann man eben nichts machen. Gut, hier drin haben wir noch was zum Abreißen. Und hier außen fehlendes Wasser. Ja, warum nur? Danke, SimCity. So, jetzt müssen wir alles erwischt haben, oder? Schaut, nein, 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 nein. Nicht das Rathaus abreißen. Nicht das Rathaus abreißen, ne. Ja, müssen wir ja alle erwischt haben, oder? Irgendwo wurden nur eins anzeigt. Das ist doch unverlassen, ne. Bis jetzt auf jeden Fall, ich habe wieder mal einen Tipp gekriegt, und zwar, wir können ja, also unsere Casinos machen ja momentan megamäßigen Verlust, deswegen können wir eine, ich weiß nicht, wir könnten jetzt eine Profi-Stadion aufbauen oder ein Messegelände. Profi-Stadion ist riesig, also wenn man das mal anschaut, ich habe keine Ahnung, wo ich das hinbauen soll. Nachdem SimCity ja keinen Anstand macht, irgendwie die Karten zu vergrößern, weiß ich auch nicht, wo ich das so genau hinbauen soll. Und Messegelände ist nicht so groß, das könnten wir eventuell hier hinstellen. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das am besten hinbekommen in diesem Part. So, und da sehe ich wieder verlassene Sachen. Warum? Nicht genügend Abnehmer. Und irgendwo ist nur ein kleines verlassenes Gebäude. Egal. Das werden wir schon irgendwann mal wieder finden. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir bauen jetzt in dem Part. Was haben wir hier für ein Problem? Busse, Züge. Bahnhof ohne Anbindung. Was? Okay, muss ich nicht verstehen. Meldung ist auch schon wieder weg. SimCity buggt halt mal wieder wie immer. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal schauen, ob wir vielleicht hier irgendwas umbauen können. Weil ich will halt gern dieses Messegelände hinbauen. Und ich würde es auch gern in relativ nah nach Vegas bauen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das mit den Schienen am besten mache. Also wenn ich es hier hinbaue... Ich glaube, ich habe eine Idee. Probieren wir mal aus, ob die Idee funktioniert. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal wieder Straßen als erstes. Jetzt nehmen wir mal die normale Hauptstraße. Und zwar jetzt würde ich sagen... Wir fangen mal hier an. Ne, das war zu nah. Wir fangen mal hier an und fahren einfach mal so hoch. Irgendwie Hilfslinie oder so. Kriegen wir keine? Ne, schade. Schauen wir mal, ob wir jetzt welche kriegen. Ja, jetzt schaut es schon besser aus. So, jetzt ziehen wir mal hier die Linie hoch. So schaut es ungefähr gerade aus, würde ich sagen. Jawohl. So, lass uns mal gut. Und jetzt schauen wir, ob wir das Messegelände hinstellen können. Übrigens, wir machen 10.000 momentan Verlust am Tag. In der Stunde besser gesagt. So, und jetzt können wir hier das Messegelände hinstellen. Gut, dann bauen wir es doch mal hier auf. Geschlossen, wir stellen Leute ein. Okay, die lassen wir jetzt erstmal Zeit, bis die Leute gefunden haben. Auf jeden Fall, unsere Bewohner freuen sich wieder ein bisschen. Können wir mal drauf schauen. Momentan 770 Sympathie. Ja, schaut nicht schlecht aus. Gut, beim Industriegebiet ist die Zufriedenheit relativ zurückhaltend. Und jetzt müssen wir mal schauen. Gut, die suchen immer nur Arbeiter. Da müssen wir nur ein bisschen warten. So, im Übrigen, warum habe ich die letzten zwei Parts so kurz gemacht? Ja, mir fällt momentan nichts mehr ein, was ich so richtig in SimCity machen könnte. Weil ihr seht, die Stadt ist eigentlich komplett voll. Also ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwas aufbauen soll. Mit diesem Messegelände ist es dann auch wirklich voll. Hier können wir es sehen, bei der Arbeitung. Planung der Veranstaltung per Klick. Gut, dann können wir jetzt hier eine Veranstaltung machen. Hier sehen wir es. Veranstaltung planen. Okay, was machen wir denn? Motocross. Sportveranstaltung. Was haben wir hier? Rockstar-Konzert. Dann schauen wir mal drauf, was Zielpunkt. Einwohner und Touristen der unteren Einkommensschicht. Dann Zielgruppe Einwohner der mittleren Einkommensschicht. Und was haben wir hier? Der unteren und mittleren. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal das Rockkonzert.
Gut, Vorbereitung für Veranstaltung um 20 Uhr. Das heißt, um 20 Uhr geht da die Post ab, schätze ich mal. Gut, dann werden wir mal schauen, ob das so hinhaut. Dann hoffe ich mal, dass irgendwie die Zuschauer dann zu meinen Casinos gehen. Ist jetzt meine so Hoffnung. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber warum machen wir denn so viel Verlust? Das gibt's ja gar nicht. Drei verlassene Gebäude mal wieder. Was haben wir hier? Wir stellen ein. Krankheit. Ja, natürlich, weil das Krankenhaus ja außer Gefecht war. Fehlendes Wasser. Ja, danke. So, und jetzt sehen wir's. Die machen so langsam die Show parat. Also, so langsam kommen die Leute. Mal schauen. Mal schauen, ob das hinhaut. Also, ich freue mich ja wirklich über jeden Tipp, den was ich krieg von euch. Und wenn das wirklich funktionieren soll, weil wir haben ja wirklich ein Problem mit den Touristen, aber wenn das wirklich funktionieren sollte, dann wäre das natürlich absolut cool, wenn die danach in die Casinos dann reingehen würden. Im Übrigen war ja beim Thema stehen geblieben, warum ich die Parts momentan so kurz mal. Ja, einmal liegt es daran, ich habe keine Ahnung, was ich in dieser Stadt mehr machen soll, weil, wie gesagt, alles ist voll. Ja, ich werde die Casinos halt nur ein bisschen ausbauen, dann wird es eigentlich mit der Stadt auch soweit abgeschlossen sein. Ich habe mir sogar schon überlegt, ob ich, wenn ich das Let's Play hier beende, wird der irgendwann mal in ferner Zukunft der Fall sein, ob ich dann eine Pause mache und dann vielleicht in so einem halben Jahr nochmal SimCity eine Karte aufbaue. Vielleicht ist es dann nicht mehr so verbuggt. Oder wie ich es mache, keine Ahnung, muss ich mal schauen, wie ich es mache. Und zum einen, warum ich nur so kurze Pass mache, ich bin momentan krank. Keine Ahnung warum, bin seit gestern... Gut, gestern bei mir heute, aber wahrscheinlich wird es bei euch schon vor 5 Tagen gestern sein. Auf jeden Fall bin ich momentan krank, keine Ahnung, verstopfte Nase und Schnupfen und den ganzen Scheiß halt wie immer. Und deswegen ist momentan das Aufnehmen, ich weiß nicht, die halten momentan nicht länger als 20 Minuten so durch von Partner, brauche ich erstmal eine halbe Stunde Erholung und dann kann ich erst wieder so anfangen zum Labern. Aber ich werde schauen, dass ich vielleicht den Part jetzt mal ein bisschen länger, ich werde zumindest die Rockveranstaltung hier nur ins Video reinbringen. Gut, das sehen wir jetzt dann bald. Dann sind wir mal gespannt, ob hier was geht. Die Musik ist laut. Also ich habe das Gefühl, dass die Musik im im Spiel lauter geworden ist durch das Update. Weil das Update haben sie ja erst neulich mal gemacht. Und ja, ich finde, die Musik ist lauter geworden. So, jetzt warten wir mal ab. Jetzt wird es dann bald Nacht. 2 Stunden müssen wir noch warten. Dann gibt es hier eine fette Veranstaltung, eine fette Rockparty. Spannend, ob das alles so hinhaut. Ich glaube, ich werde dann, ja, das machen wir am besten gleich. Weil wir sehen Verkehr ohne Ende, das heißt, wir bauen jetzt hier mal die Straßenbahn weiter aus. Zwar mit dem Knopf hier. So, hohe Dichte, Straßenbahn. Gut, soweit müsste es eigentlich langen. Dann schauen wir mal drauf, ob das passt. Hier müssen wir nur verbinden. Ich würde sagen, wir ziehen es dann, wenn dann schon komplett durch. Gut, so wird es passen. Dann brauchen wir jetzt natürlich nur eine Haltestelle. Und zwar Straßenbahnhaltestelle haben wir hier. Klatschen wir mal hier hin. Gut, da können die Straßenbahn jetzt so hier rausfahren und eben die ganzen Leute zum Rockkonzert bringen. So, haben wir ein Müllproblem mal wieder. Müllhalde ist fast voll, was? Boah, warum müssen die so voll? What? Die Servicestraße, ja gut, die kann ich nur ausbauen. Gut, da bauen wir mal eine zweite Müllhalde schnell hin. Warum? Warum darf ich die jetzt da nicht hinbauen? Spiel. Jetzt darf ich sie hinbauen. Komisch. Egal, SimCity will mich gar nicht mehr wundern. So, auf jeden Fall, jetzt wird es so langsam Nacht. Eigentlich müsste ich jetzt schon laufen, oder? Vorstellung ist aktiv. Die Leute hängen alle im Stau fest. Boah, was für Stau. Egal, die würden schon nur irgendwie alle ankommen. Ist wahrscheinlich nicht so ideal gebaut, das Messegelände genau hier hinzubauen. Und jetzt sehen wir es. Aktuelle Auszahlung 93.000. Okay, es lohnt sich doch schon ordentlich. Hier sehen wir auch die Beteiligung. 1.800 Leute sind momentan da und 3.000 passen rein. Bin ich bis jetzt zufrieden. Also wenn das dann wirklich so gut rauskommt, dass wir da 93.000 plus machen, dann würde ich sagen, Dankeschön für den Tipp. Da werde ich wahrscheinlich nur ein zweites Messegelände auch noch aufbauen, oder? Können wir das überhaupt mal drauf schauen? Kultur. Ja, könnte man sogar. Oder vielleicht mal so ein Profi-Stadion. Das ist riesig. Schlagzeilen. Zombies entwischen aus der Quarantäne. What?
Zombies? Was? Warum Zombies? Da könntest du mir mal weiterhelfen. Was heißt jetzt die Meldungssheet? Warum kommen Zombies? Ich dachte, wir sind hier bei SimCity und nicht bei... Keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein Film mit Zombies ein. Auf jeden Fall habe ich gerade so Musik im Hintergrund. Es wird irgendwas passieren. Egal, wir schauen jetzt nur ein bisschen die Rockshow an. Wie es so in Luft fliegt. Bei der Arbeit. Ja, gut, das macht echt gut Gewinn. 2000 Leute sind momentan schon da. 113.000 Simeons Gewinn, also ordentlich. Richtig, richtig ordentlich. Straßenbahn sehe ich momentan noch gar keine fahren. Warum fahren die nicht? Veranstaltung im Stadion. Unterhalten sie in der Stadt erfolgreiches Stadion. Gut, und jetzt haben wir sogar Gewinn gemacht. Hier sehen wir es. 411.000 haben wir auf einmal. Wir können die nächste Veranstaltung gleich hinterher schmeißen. So, und jetzt schauen wir mal, was machen unsere Casinos. Nicht mehr so viel Verlust. Das heißt, wo laufen die jetzt alle hin? Die laufen bestimmt jetzt alle. Jawohl, die laufen alle schön in mein Casino rein. Das war echt eine gute Idee. Da muss ich großes Dankeschön an. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wer es war. Tut mir leid, aber großes Dankeschön an dich, dass du mir den Tipp gegeben hast. Das hat echt was gebracht. Und ich habe immer nur so komische Zombie-Musik auf dem Ohr. Trifft sie ja ganz komisch, weil ich habe gestern Nacht nur fallen. Was habe ich denn angeschaut? Resident Evil 3. Naja, passt gut zu Zombies. Gut, Flughafen funktioniert allerdings nicht so, wie ich das erhofft habe. Aber die machen jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel Verlust wie vorher. Das heißt, es hat es auf jeden Fall gebracht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht ein Profi-Stadion auch noch irgendwo in die Nähe bringen. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Das ist das Dumme an SimCity. Ich kann jetzt hier nirgendwo mehr was bauen, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Bin aber gerade in Versuchung, was auszuprobieren. Und zwar, wenn ich das hier abreiße, hier einmal so durch. Gut, das Messegelände bleibt stehen, da habe ich immer Angst, wenn irgendwas abreißt, dass das andere der mit abgereist wird. So, jetzt schauen wir mal. Ah, schade. Hier haben wir jetzt halt gehofft, dass ich vielleicht da nur Hauptstraße hintenrum verlegen kann. Aber dem war leider nicht so. Schade, schade. Gut, dann müssen wir eben die andere Straße wieder hinbauen. Also sonst hätte ich es vielleicht irgendwie so verbunden, dass die Straße hier nicht so einzeln rumschwirrt. Weil mit der weiß ich auch noch nicht so genau. Hier haben wir dann nur relativ große Fläche, wo wir es machen könnten, aber mir fällt nicht ein, was wir jetzt da so genau hinstellen sollen. Das war unsere Freiheitsstatue. 15.000 Profit am Tag. Ja, bin ich zufrieden, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wir können die Veranstaltung jetzt jeden Tag machen, oder wie? Tatsächlich. Aber die würde wahrscheinlich jedes Mal weniger besucht werden, weil es ist ja dann nichts mehr Besonderes. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Gestern Nacht haben Zombies... Was? Die haben 4 Sims von uns gegessen. Die Zombies. What? Warum essen die von uns Sims? Was soll die gegen Zombies machen? So, hier sehen wir so, Gott. Im Abwasser sieht es momentan auch nicht so rosig aus. Knapp, da stellen wir uns so ein Klärbecken nebenhin. Und das letzte, was wir hinstellen können. Gut, dann bauen wir es am besten mal hier hin. So, dann wird die Kläranlage voll ausgebaut. Mehr kann ich jetzt nicht bauen. Das heißt, wir müssen dann schauen. Ich hoffe, dass hier könnten wir dann vielleicht nur eine hinstellen, wenn es sein muss. Aber eigentlich würde ich gern keine mehr hinstellen wollen. So, auf jeden Fall haben Zombies unsere Sims gegessen. Das finde ich jetzt gerade sehr, sehr dumm. Haben sie einfach weggenommst. So, hier sehen wir es überall zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Ja, wahrscheinlich war das mit den Kreisen ja doch keine so gute Idee. Und ich sehe gerade nur Straße, was gar nicht voll aufgegradet ist. Werden wir die mal hochziehen. So, jetzt wäre die auch voll. Gut, wo können wir nun was machen? Wo können wir nun was machen? Wir hatten hier unser Rathaus. Hier vorne hätten wir natürlich auch noch Platz, aber was soll ich da hinstellen? Da können wir vielleicht nur eine Attraktion hinstellen. Und ich bin am überlegen, wo könnte man das Profi-Stadion hinstellen? Ich schau mal nochmal, wie groß das ist, Profi-Stadion. Aber das ist echt riesig.
Keine Ahnung. Da müsst ihr ihr Wohngebiet abreißen, damit ich das Profi-Stadion aufstelle. Oder hier rein. Könntest du vielleicht hier mit einer... Nee, das passt auch nicht rein. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich... Wie das noch aufstellen soll. Das werde ich mir in die nächsten Pass dann mal überlegen. Sonst läuft es ganz gut. Unser Öl und unser... Ding läuft ganz gut und wir machen viel zu viel Minus. Jetzt haben wir wieder mal ein Problem. Feuerwehr, was haben wir denn? Chemiebrände sorgen für Verwüstung. Ja, warum? Wir haben doch Chemiefeuerwehr. Jetzt, wo sind die Chemiebrände? Ich bin gerade auf der Suche. Was haben wir hier? Nicht genügend Abnehmer. Gut, tschüss. Und irgendwo haben wir nur verlassenes Gebäude. Hier unten haben wir noch eins. Aber Chemiebrände, ja, wo haben wir sie denn? Normal sieht man das doch, wenn das so schön raucht. Bin gerade auf der Suche, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Feuerwehr. Das Gebäude ist verlassen, man müsste es wieder verlassen. Gut, du darfst auch weg. Aber wo waren jetzt die Chemiebrände? Keine Ahnung. Anscheinend haben sie es so schnell gelöscht, dass ich gar nicht hinterherkommen bin. Ja, würde ich jetzt mal so erklären, die haben es viel zu schnell gelöscht. Gut, auf jeden Fall, soweit hätten wir das. Jetzt schauen wir mal, was können wir nur alles machen. Wir haben ja unser Glücksspiel. Da könnten wir natürlich nur ein elegantes Casino aufstellen. Natürlich, dafür bräuchte ich natürlich auch noch einen Platz. Zum Glück habe ich hier nirgendwo Platz. Warum habe ich die hier mitten reinbaut, die scheiß Zentrale? Ich glaube, die würden die nächsten Parts mal versetzt werden. Dann können wir unser elegantes Casino aufstellen. Gut, aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht können wir hier irgendwas upgraden. Welches läuft denn besser? Das Noble? Jetzt Noble Casino läuft besser. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwas upgraden können. Leuchtendes Casino-Schild. Was machen die? Die muss man mal lesen, was sie machen. Neue Touristen, der oben pro Tag. Was ist da der Unterschied? Ich sehe gerade den Unterschied nicht. Auf jeden Fall macht, kostet das viel, viel mehr. Obwohl es das gleiche bringt. Oder sehe ich es gerade falsch? Das bringt 600, das bringt 600. Gut, dann nehmen wir doch mal das da. Klatschen wir das mal da oben drauf. Gut, und jetzt können wir noble Zimmer. Und die anderen Sachen sind noch nicht genehmigt. Gut, dann werden wir hier erstmal ein nobles Zimmer aufstellen. Und zwar hier am Rand. Ja, mehr können wir nicht machen. Außer wir können hier ein Pokerzimmer, aber wo können wir das hinstellen? Das könnten wir hier drüben nur aufstellen. Ich glaube, ich werde die zwei Straßen da verbinden. Ich glaube, ich werde die Straße hier jetzt mal schnell verbinden. Sonst hätte ich keine Ahnung, was ich mit dir machen soll. So, jetzt schauen wir, dass es gratis. Ja, schaut ziemlich gerade aus. Gut, dann hätten wir hier jetzt mal ein Gästezimmer. Schauen wir mal, ob jetzt vielleicht ein paar Leute mehr kommen. Und wir könnten jetzt hier die nächste Veranstaltung gleich zum Laufen bringen. Einfach mal durchprobieren zur Motocross. Dann machen wir diesmal mal eine Sportveranstaltung. 111.000, maximal 30.000 kostet es. Gut, hau rein. Wir haben schon wieder irgendein Problem mit... Straßenbahnen. Okay, das heißt Straßenbahn. Boah, 51 Minuten Wartezeit bei einer Straßenbahn. Ich glaube, da müssen wir nur ein paar hinbauen. Dann bauen wir jetzt nur ein paar neue Straßenbahnen hin. Machen mal drei neue. Die müssten ja eigentlich gut langen. Natürlich, wir haben jetzt ein relativ großes Gebiet an Straßenbahnen. Also die fahren doch komplett in der Welt rum. Und schauen, die machen jetzt schon ein bisschen Terror wieder. Die Sportveranstaltung, was sind das? Keine Ahnung, sieht nach einem Basketballspiel aus. Was haben wir denn für ein Problem? Züge. Bahnhof ohne Anbindung. Ich würde sagen, dann eröffnen wir den nochmal wieder. Warum soll der ohne Anbindung sein? Haben wir irgendwo was abgerissen, oder? Nö, jetzt ist es weg. Jetzt ist es auf jeden Fall weg. Gut. Haben wir das Problem auf einmal gelöst? Auf jeden Fall. Wir machen auch momentan relativ viel Miese am Tag. Wenn wir so unten drauf schauen, wir haben vorhin mal 400.000 gehabt. Jetzt haben wir nur 350 und die Polizei hat auch mal wieder ein Problem. Was haben sie denn? Das Verbrechen regiert. Das Verbrechen regiert. Aber große Feuerwehr-Ding haben wir, große Polizeiwache haben wir noch nicht aufgestellt, oder? Nee. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch nirgendwo große Polizeirevier. Gut, dann werden wir das wahrscheinlich im nächsten Part bauen.
Wir können dem Maxis-Herrenhaus mal bauen. Ich weiß zwar nicht, was das so genau bringt mit dem Maxis-Mann. Wie groß ist denn das? Ja gut, das ist relativ klein. Das werden wir vielleicht im nächsten Part da mal aufbauen. Könntest du mir auch mal in die Kommentare schreiben, was es mit dem Maxis-Mann bringt, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und ja, schreibt es einfach mal rein. So, jetzt werden wir die kleine Veranstaltung hier abwarten. Und dann werde ich den Part auch wahrscheinlich wieder beenden. Ja gut, diesmal wenigstens 20 Minuten, aber ich merke schon, meine Stimme, die baut schon wieder extrem ab. Sonst, der Flughafen bringt es aber auch nicht so richtig, also 14 Touristen am Tag. Könnte ich mir auch was Besseres vorstellen. Hier wäre natürlich auch noch optimales Gebiet für den... für das Profi-Stadion, wenn ihr das mal so anschaut. Das könnte da vielleicht sogar reinpassen. Das könnte da reinpassen. Wenn ich es hier so hinbaue... Moment, muss ich mal in der Draufsicht anschauen. Weil das würde ich eigentlich schon nur haben. Wenn wir das hier so hinbauen irgendwie und... Gut, dann kommen mir die Schienen in Verzug, aber... Das müsste ja eigentlich passen. Dann muss ich aber alles wieder abreißen. Juhu. Es gibt, glaube ich, im nächsten Part wieder einiges zu tun. Auf jeden Fall das kleine Casino hier. Das macht Gewinn. Das macht 7000 Gewinn. Warum? Das macht Gewinn und die anderen... Moment, die anderen... Oh, die anderen machen aber auch nicht schlecht. Also das macht mittlerweile nur 2000 Verlust. Also wir sind hier bald im Plus. Und das macht immer nur 12000. Also das müssen wir mal schauen, wie wir uns Science-Fiction-Casino zum Laufen bringen. Aber das Noble-Casino, das läuft doch ziemlich gut, will ich schon fast sagen. So, was mit der Veranstaltung? Die müsste ja jetzt eigentlich losgehen. Schauen wir, wie viele Leute da sind. Und bis jetzt noch nicht so viele. Veranstaltung aktiv. Okay, anscheinend sind ja jetzt... Vielleicht wollen nicht so viele zu der Sportveranstaltung hin, aber jetzt kommen sie doch dann schon langsam. Natürlich, die ganzen Straßenbahnen rattern hier auch schon an. Und das sieht nicht schön aus, würde ich sagen. Ist ein Stück da drin. Da müssen wir nur irgendwas machen. Gehen wir auf Straßen. Dann ziehen wir es zumindest hoch ohne Straßenbahn. So, und wir schauen mal, ob die Veranstaltung jetzt hoffentlich floppt, die jetzt nicht so heftig. Also wie es ausschaut, ja, viele sind jetzt nicht da. Anscheinend, wenn man die Veranstaltung jeden Tag macht, dann ist das nicht so der Hit. Und wir haben mal wieder ein Problem, was mit der Feuerwehr. Langsame Feuerwehr. Warum? Wir haben doch keine niedergebrannten Gebäude. Was wollt ihr denn? Könnt natürlich hier noch ein Haus hinstellen. Feuerwehrlandeplatz, das wäre halt... Ich glaube, da bauen wir sogar einen Hubschrauber mal auf. Feuerwehrlandeplatz. Ich glaube, da bauen wir jetzt einen Hubschrauber mal hin. Hier sehen wir einen Feuerwehrhubschrauber, cool. Kostet natürlich auch wieder einiges in der Stunde, also wir machen mal dann 10000 Miese, aber solange wir unsere Ölquelle haben und die relativ gut verdienen mit ihrem Plastik und so weiter, ist alles nicht so schlimm. So, Veranstaltung ist immer noch aktiv, aber es läuft nicht so gut. Also auf jeden Fall kein so hoher Andrang wie bei dem Rockkonzert. Ja, wahrscheinlich, wenn man die Veranstaltung zu oft macht, dann... Ja, da wird es irgendwann mal uninteressant werden. Unsere Kläranlage, ja. Sehen wir es, nur 14000 hat die jetzt gut gemacht. Das heißt, wir haben 15000 miese gemacht. Aber die ganzen Bürger, also die ganzen Zuschauer, was jetzt da rausgehen, die gehen jetzt wieder in unsere Casinos rein. Und hier sehen wir es schon. Es macht 10000 Gewinn, unser nobles Casino. Ja, wir machen mittlerweile Gewinn mit unseren Casinos. Ob unser Science-Fiction, da geht noch nicht so viel, aber auf jeden Fall mit den Veranstaltungen hat es was gebracht. Cool, auf jeden Fall haben wir jetzt in dem Part einiges geschafft, der ist jetzt auch ein bisschen länger mal wieder geworden. Und hier draußen müssen wir jetzt mal wieder was abreißen, ich glaube wir brauchen ein paar neue Shops. Das werden wir glaube ich erst im nächsten Part bauen. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich ein paar neue Shops ausweisen. Was machen die da hinten, Alter? Egal. Gut, ich würde sagen, das reicht schon für den Part. Wir haben einiges geschafft. Wir haben Messe geblendet. Da haben wir schon zwei Veranstaltungen schmeißen lassen können. Außerdem machen unsere Casinos mittlerweile halbwegs Gewinn. Bis auf das Science-Fiction-Casino. Da müssen wir uns dafür einfallen lassen. Gut, aber ich würde sagen, ich beende den Part erst mehr. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play SimCity. Ciao.